Anfang der 80er befreien The Fat Boys den Rap aus seiner Wiege, den New Yorker Ghettos, und tragen ihn in die Welt hinaus. Kopf des Trios ist Darren Robinson, auch bekannt als Big Buff Love. Die talentierte menschliche Beatbox stirbt jedoch am 10. Dezember 1995 mit nur 28 Jahren an einem gewichtsbedingten Herzinfarkt. The night he passed away, I spoke to him. In der Nacht, in der er starb, habe ich 2 Stunden lang mit ihm geredet. Danach war er noch 1 Stunde am Leben. Buff war krank, extrem übergewichtig. Bei 1,65 Meter wog er 340 Kilo. Weil er sich nicht bewegte, sammelten sich große Fettmengen in seinen Beinen an. Er sollte 150 Kilo abnehmen, damit man ihm einen Magenbypass legen konnte. Denn sein damaliger Gesundheitszustand ließ das nicht zu. Da Buff kaum Geld für Platten hat, produziert er die Beats und Basslinien mit dem Mund. Aber auch die Geräusche einer Popcornmaschine oder eines Asthmaanfalls hat er voll drauf. Bei geschlossenen Augen konntest du den Bass in der Brust fühlen, dann die knackige Snare, die Hi-Hat. Es war so komplex wie bei einem echten Schlagzeug. Man hörte jedes einzelne Instrument raus. Dougie Fresh war uns ein Begriff, aber er begann erst nach Buff mit dem Beatboxen. Dougie Fresh hatte nur einfach früher Erfolg damit als wir. Prince Marky D, Buff Love und Kool Rock Ski sind von klein auf miteinander befreundet. 1983 nehmen sie bei einer Castingshow in New Yorks Radio City Music Hall teil und gewinnen, dank Buffs Beatboxing. Als Preis dürfen die drei ihr erstes Album produzieren. Sie ändern ihren Namen von The Disco 3 in The Fat Boys und schon wird das Spiel angepfiffen. Wir spielten alle Football und wollten als Profis in die NFL. Das war unser Kindheitstraum. Damals gab es noch keinen Hip-Hop oder zumindest nicht so, dass man das beruflich machen konnte. Ich weiß noch genau, wie wir Buff zum ersten Mal sahen. Er lief die Straße runter, klein mit einem gigantischen Hintern. Er war ständig mit dem Skateboard unterwegs und irgendwann fragten wir, willst du mit uns Football spielen? Er wollte und hat alle platt gemacht. Alle drei Fat Boys wachsen mit Blick auf Manhattan auf, in den runtergekommenen Vierteln von Brooklyn. Prince Marky D, eigentlich Mark Morales, wird 1960 geboren, kurz nachdem seine puerto-ricanischen Eltern in den USA gelandet sind. Das war keine einfache Kindheit. Ich lebte in einer Art verlassenem Haus ohne Fenster, mit Holzplatten statt Scheiben. Und als wir endlich das Geld für Fenster zusammengespart hatten, kamen wir abends nach Hause und da hatte sie jemand eingeworfen, der dachte, das Haus wäre unbewohnt. Warm war es auch nicht. Im Winter froren die Leitungen ein und wir hatten kein Wasser. Es war heftig für meinen Bruder und mich. Aber meine Mutter hat uns großgezogen, stark gemacht und durch verdammt schlechte Zeiten geboxt. Sie hat uns beigebracht, mit all dem klarzukommen. Zu Beginn wiegt das Trio über 350 Kilo. Eine Masse, die im Alltag zwar Schwierigkeiten mit sich bringt, aber sehr zur Freude ihres Managers auf jeden Fall kommerzielles Potenzial hat. Da dürfen natürlich Lobeshymnen auf Flatrate-Essen wie dieses All You Can Eat nicht fehlen. Who
Wir waren fast noch Kinder und haben uns nicht absichtlich überfressen. Oft kam unser Manager und meinte, ihr habt ein bisschen zu viel abgenommen. Damals war ich der Dünnste, richtig schmächtig. Und er meinte, du musst mehr essen. Ich antwortete, vergiss es, Mann, ich kann nicht mehr. Aber wir Fatboys waren nicht so erfolgreich, weil wir fett waren. Es war unsere Einstellung. Unsere Botschaft war, fühl dich wohl, so wie du bist. Und so schreiben die Fatboys eine XXL-Erfolgsstory. In 7 Jahren verkaufen sie über 10 Millionen Alben und landen dank der großen Nachfrage sogar auf der Leinwand. 1985 spielen sie an der Seite von Pee Wee Herman und Mr. T, gefolgt von Gastauftritten in der Serie Miami Vice und den 2 Spielfilmen Crash Groove und Disorder Lies. Kein Wunder, dass auch die Werbung ihr Stück vom Fatboys-Kuchen abhaben will. I've been looking for a Christmas gift to tell you how much I love you. Oh, John. The limelight. A genuine swatch with genuine diamonds. For him, for her. Oh, John, it's lovely. The swatch way to say I love you this Christmas. We were the ambassadors. Wir haben der breiten Masse den Hip-Hop gebracht. Vor uns gab es zwar Grandmaster Flash and the Furious Five mit The Message. Eine tolle Platte, aber sie gingen nicht auf Tour. Wir waren die Ersten, die national und international tourten. Dank uns merkte ein Kind, wenn es uns auf der Bühne sah, oh, ich muss gar nicht Basketballspieler oder Footballspieler werden, wenn ich nicht studieren und Doktor werden will. Ich kann auch Rapper werden. I'm gonna wipe you out. I wanna see you in a bathing suit. I'd like to see you in New York. 1987 begeben sich die Fatboys mit einem Crossover an den Strand. Gemeinsam mit den Beach Boys covern sie deren 25 Jahre alten Hit Wipe Out. Bei den Rap-Puristen lösen sie damit allerdings eine Welle der Empörung aus. Als wir bekannt wurden, drehte sich bei vielen MCs alles um die schwierigen Seiten im Leben, um Armut, Verbrechen und so. Wir hatten das Gefühl, dass da ein wenig Leichtigkeit gut tun könnte. Wir wollten die Leute zum Lächeln bringen, wollten, dass sie sich wohlfühlen. Sie sollten Spaß haben. Das hat uns aber auch ein bisschen ausgebremst. Es war ein zweischneidiges Schwert. Einerseits war es positiv, aber andererseits nahmen uns viele nicht ernst. Für die waren wir mehr Komiker als Rapper. Die Terms of your Uncle Frederick's Will state that you must spend one night in his house in order to inherit his estate. Now it is my duty as executor to ensure that you fulfill his request. Do you mean all I have to do is spend one night here and the place is mine? No problem. No problem? It's time for Freddy. See, I'm a popular guy. If you don't know yet, you're gonna find out why. Der Clip von Are You Ready for Freddy mit dem echten Freddy Krueger läutet 1988 den Anfang vom Ende ein. Nach mehreren weiteren Flops lösen sich die fetten Jungs 1991 vorerst auf. Heute bin ich im Porno-Business. Ich bin Pornostar und schlafe mit Frauen. Ach Quatsch, ich mache Radio.